Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es nur entfernt um Gesundheit und Ernährung, obwohl, wie ihr sehen werdet, hängt das Ganze doch sehr zusammen. Biosphere 2. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nein, kein Wunder, die meisten haben davon noch nichts gehört, noch nicht einmal die, die ganz in der Nähe wohnen. Biosphere 2, die Biosphäre 2, Stranger than Fiction, unwirklicher als eine erfundene Geschichte oder Science Fiction without the Fiction. Die Biosphäre 2, ein Gebäudekomplex in Arizona, wurde erbaut mit dem Ziel, ein von der Außenwelt vollkommen unabhängiges und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu erschaffen. Man wollte beweisen, dass es möglich ist, auch langfristig in einem eigenständigen, geschlossenen ökologischen System zu leben. Nach zwei erfolglosen Versuchen gilt das Experiment als gescheitert. Die Universität von Arizona nutzt den Gebäudekomplex heute für Forschung und Lehre. Finanziert wurde die Biosphäre 2 von dem Milliardär Edward Bass. Die Kosten lagen damals bei 200 Millionen US-Dollar. Beobachtet wurde das Projekt unter anderem auch von der NASA, die die gewonnenen Erkenntnisse für mögliche bemannte Basen auf dem Mond oder dem Mars ausgewertet hat. Der technische Aufwand für dieses Projekt war enorm. Pumpen, Filtersysteme, Ventilatoren und vieles mehr. In den verschiedenen Biotopen wurden 3800 Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Das Experiment sollte zeigen, ob es möglich ist, komplett von der Außenwelt abgeschnitten zu überleben. Die gewonnenen Erfahrungen sollten für die Planung von Langzeitreisen und Weltraumkolonien genutzt werden, mit dem langfristigen Ziel, irgendwo im Weltraum ein funktionierendes Ökosystem zu erschaffen. Ich werde weitere Informationen verlinken in der Beschreibung unter dem Video. Wie immer, vom 26. September 1991 bis zum 26. September 1993, also exakt 2 Jahre und 20 Minuten, wurde die Biosphäre 2 von 8 Menschen aus verschiedenen Ländern bewohnt. Sie teilten ihren Lebensraum mit Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroben und mussten sich in einem in jeder Hinsicht von der Außenwelt komplett abgeschnittenen System selbst versorgen. Biosphere 1, die Biosphäre 1, ist die Erde mit ihrem perfekten Ökosystem und Organismen, die alle in einem perfekt organisierten System leben. Die Biosphere 2, Biosphäre 2, ist das Produkt des Gründers John Allen und soll eine Mini-Version der Biosphäre 1 darstellen, daher die Namensgleichheit. Es gab zunächst viele Fragen zu beantworten. Welche Rolle spielen Ozeane und Wüsten? Was ist die Aufgabe eines Regenwalds, einer Savanne oder eines Mangrovensumpfes? Welchen Platz hat die Landwirtschaft und der Lebensraum der Menschen? Oder wo bekommen wir 2 Jahre lang unser Trinkwasser her? Was können wir essen? Welche Arten von Freizeitgestaltung gibt es? Auch nicht ganz unwichtig, wenn man 2 Jahre zusammengepfercht lebt und keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Für die, die dort zurechtkommen mussten, hatten diese Fragen eine genauso aufregende wie beunruhigende Komponente. Nichts konnte in die Biosphäre 2 hinein und nichts durfte hinaus. Es war ein komplett abgeschottetes, riesiges Labor. An alles musste gedacht werden. Es gab ein perfektes Recycling-System und alles, was in der Biosphere 2 angebaut oder verarbeitet wurde, musste in jeder Etappe seiner Existenz ungiftig und ungefährlich sein.
Materialien wie Sperrholz zum Beispiel waren ausgeschlossen, weil die Gase aus den Klebern lebende Zellen schädigen können. Die Suche nach nicht toxischen Farben, mit denen Stahl trotzdem vor Rost geschützt bleibt, glich der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Tische und Schreibtische waren aus Sandstein und diversen anderen Steinen gefertigt. Wandabdeckungen waren aus Naturwolle. In der Bauphase konnten Dinge wie saurer Regen das Korallenriff schädigen. Saurer Regen führt zu einer explosionsartigen Vermehrung der Algen, was nicht zielführend ist und in so einem Fall oder überhaupt unterbunden werden muss. In einem riesigen Ozean wie auf der Erde würde man solche Veränderungen lange Zeit gar nicht wahrnehmen, aber in den räumlich sehr reduzierten künstlichen Gewässern der Biosphere 2 waren die Veränderungen sofort sichtbar. Unterirdisch, also unter der Biosphäre, gab es eine Technosphäre, mit der alles Oberirdische gesteuert und kontrolliert wurde. Allein für die verschiedenen Wassersysteme gab es über 120 verschiedene Pumpen. Auch die im Keller verbauten Materialien mussten absolut umweltverträglich und unschädlich sein. Natürlich gab es eine komplett ausgestattete Werkstatt mit allen Arten von Ersatzteilen, aber die man braucht, die sind ja dann immer nicht da. Das kennt man ja von sich zu Hause auch. Gebläse sorgten für Wind, den Bäume für ihre Entwicklung brauchen. Ein Baum, der keinen Wind erlebt, Stichwort Gewächshaus, bleibt klein und schwach. Ein Schub von mir, das ist durchaus vergleichbar mit Menschen, die sich nie einer Herausforderung gegenüber sehen. Auch sie bleiben schwach und viele von ihnen wären eigentlich lebensunfähig, wenn sie nicht innerhalb einer funktionierenden Gesellschaft leben würden. Ein Schub. Ende. Die Forscher hatten 2 Jahre an und in der Biosphere 2 gearbeitet und auch schon Probe gewohnt. Sie wussten, wie die Biosphäre konzipiert war. Ihnen waren die Möglichkeiten und auch die Grenzen bestens bekannt. Trotzdem war der Tag des Einzugs ein ganz besonderes Ereignis. Sie mussten lernen, mit diesem System zu leben und sie erlebten eine Bewusstseinsänderung, die man mit den Erfahrungen von Astronauten vergleichen könnte. Im Laufe der Zeit wurden die Forscher immer mehr Teil ihrer künstlichen Umwelt, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden war unzertrennlich mit der Gesundheit und dem ökologischen Gleichgewicht der Biosphäre 2 verbunden. Der Mensch konnte nur überleben, wenn auch die Biosphäre überlebte. Die Teilnehmer waren 4 Männer und 4 Frauen aus 3 verschiedene Länder, ich glaube England, USA und, weiß jetzt nicht, das könnt ihr nachlesen, Belgien war das 3. Land. Auch sonst gab es keine besonderen Gemeinsamkeiten, außer, habe ich das jetzt gesagt, die Teilnehmer waren 4 Männer und 4 Frauen, aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Altersgruppen. So, auch sonst gab es keine besonderen Gemeinsamkeiten, außer dass jeder von ihnen dieses Projekt zu seinem ganz persönlichen Erfolg machen wollte. Herausforderungen gab es genug. Nach 2 Wochen musste Jane Poynter die Biosphäre wegen einer Handverletzung kurzfristig verlassen und brachte auf dem Rückweg Gegenstände von außen mit. Durch diesen Austausch von Materie mit der Außenwelt gilt das Experiment offiziell als gescheitert, weil die Autonomie der Anlage nicht aufrechterhalten wurde. Ja, im Weltall kann man sowas nicht machen. Ne? Es kam irgendwann zu einem Sauerstoffmangel aufgrund einer Zementreaktion und im 2. Jahr musste sogar Sauerstoff von außen zugeführt werden. Was ebenfalls bedeutet, dass das Experiment als gescheitert anzusehen ist. Eine Vermehrung von parasitären Mikroben im Ackerboden erhöhte den Stickstoffanteil in der Atmosphäre und führte zu einer extremen Vermehrung von Kakerlaken und einer Ameisenart, was nicht leicht in den Griff zu bekommen war. Einbußen bei der Ernte führten zu
Nahrungsknappheit. Die Forscher stellten sich diese Herausforderung und schoben, ich glaube, wochenlang, wenn nicht monatelang Hunger. Also das war eine ganz ernste Geschichte und daran hätte das Ganze komplett scheitern können, weil die Leute, die waren irgendwie so ein bisschen am Verhungern. Ja, was aber interessant war, war, das ist jetzt wieder ein Einschub von mir, interessant daran war, dass durch diese Hungerphase die Gesundheit aller Teilnehmer hinterher besser war als vorher. Ich habe darüber schon oft gesprochen, dass Nahrungsmangel nicht unbedingt etwas Negatives ist. Ne? Die sind ja auch untersucht worden, vorher Blutuntersuchungen und so weiter. Und alles war nach dieser Hungerphase besser als vorher. Also Leute fasten ab und zu mal. Die Teilnehmer vermissten natürlich alle ihre Familien und ihre Freunde. Und es gab auch persönliche Differenzen. Wen sollte das wundern? Trotzdem blieben sie alle bis zum Schluss, weil sie ihr Ziel jeder für sich selbst und gemeinsam erreichen wollten. Die Energie, die dadurch entstand, beeinflusste auch die Beziehungen untereinander in sehr positiver Weise. Es ging nicht mehr nur um das persönliche Ziel eines jeden Einzelnen, sondern man erlebte alles gemeinsam, löste die Probleme gemeinsam und lernte aus ihnen. Das Team lebte nicht nur in der Biosphäre, sondern es wurde zur Biosphäre. Alle Teilnehmer haben vor, während und nach diesem Experiment sehr viel gearbeitet und gelernt. Aber die Nähe zur Natur und ihre direkten Auswirkungen waren nie mehr so deutlich zu spüren wie in diesen beiden Jahren in kompletter Abgeschiedenheit, sagen sie alle. Durch das Bewusstsein, von dem Sauerstoff abhängig zu sein, den die Pflanzen produzieren, entsteht eine einmalige Verbundenheit mit der ganzen Umwelt in der Biosphäre. Mit dem Wasser war es ebenso. Lässt man zu, dass der Wasserkreislauf verschmutzt, dann hat das direkte Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Das ist nicht nur eine enorme Verantwortung, sondern Fehler können fatale Konsequenzen nach sich ziehen. Die Forscher mussten ihre gesamte Nahrung selbst anbauen. Wurden Fehler gemacht, bekamen sie die Folge sofort zu spüren. Dadurch kam es zu mancher merkwürdiger Lebensmittelkombination bei den Mahlzeiten. Es war ein bisschen wie in früheren Zeiten, als der Mensch von dem leben musste, was da war. Und sich seine Nahrung nicht aussuchen konnte. Da passt halt nicht immer alles so zusammen, wie wir das heute gewöhnt sind. Man aß wochenlang vielleicht dasselbe jeden Tag und manchmal musste man auch hungern. Jede Änderung und jeder Eingriff in die Natur hat früher oder später Folgen. Viele davon sind gravierend und die meisten davon sind am Anfang nicht abzusehen. Es gibt mittlerweile genug freiwillige und auch unfreiwillige Experimente dieser Art. Trotzdem ist der Mensch immer noch der Meinung, dass er es besser kann als die Natur. Aber ich wüsste von keinem Experiment, was bis jetzt so erfolgreich gewesen wäre, dass man sich damit in den Weltraum wagen könnte. Wann kommen wir endlich zur Vernunft? Frage ich mich. Pestizide kamen in der Biosphäre 2 nicht in Frage, weil sie auf irgendeinem Weg immer auch wieder im Menschen landen. Durch die Größe der Erde werden Fehler, zum Beispiel in der Landwirtschaft, nicht so schnell bestraft wie in der Biosphäre 2. Aber irgendwann kippt auch da das Gleichgewicht und dann könnte alles zu spät sein. Aber wen juckt das alles, solange der Rubel rollt? Ne? Trinkwasser entstand aus kondensierter Luftfeuchtigkeit in der Biosphäre und die Ausscheidungen der Menschen wurden zu Dünger. Ja, man kann alles gebrauchen. Ein Kreislauf, der funktioniert und der schon immer funktioniert hat, aber heute weiß es der Mensch ja besser, ne? Wir nehmen lieber künstlich produzierte Dünger. Einen Sauerstoffabfall oder steigende CO2-Werte bekamen die Forscher unmittelbar zu spüren. Eine Konsequenz daraus war, dass sie aufhören mussten, Bioabfälle zu kompostieren,
weil das zu viel CO2 produziert. In den künstlichen Ozean mit Korallenriffen entstanden 8 neue Kolonien. Die zuständige Forscherin bemerkte, dass ein gesundes Riff an leuchtenden Farben der Korallen zu erkennen ist. Je strahlender die Farben und je kräftiger die Korallen wirken und gesünder sie aussehen, desto gesünder sind sie auch. Diese Erkenntnis ließ sich 1:1 auf die Gesundheit der gesamten Biosphäre übertragen. Ein gesundes Korallenriff kommt mit schwankenden pH-Werten besser zurecht als ein krankes. Was diese empfindlichen Systeme trotz diverser negativer Einflüsse am Leben erhalten hat, war die Biodiversität, die bei uns mittlerweile ja oft fehlt, Pfeil in Richtung Landwirtschaft, ne? Monokulturen. So kann man den Boden sehr schnell kaputt machen. Was in der Biosphäre 2 funktioniert, funktioniert auch in der Biosphäre 1, aber das muss man sich natürlich erstmal eingestehen. Eigentlich gibt es nur diesen einen Weg, aber solange es Menschen und Unternehmen gibt, denen die Zukunft unserer Kinder, unserer Enkel und zukünftiger Generationen egal ist, wird es kein Umdenken geben. Man könnte zum Beispiel doch schon mal damit anfangen, keine Einwegflaschen und Becher mehr zu produzieren, wie sie bei McDonald's, Starbucks, in Fastfood-Läden verwendet werden. Und man könnte aufhören, den Regenwald abzuholzen. Kleine Gesten dieser Art haben einen sehr nachhaltigen Effekt. Am 26. September 1993 öffnete sich nach exakt 2 Jahren die Tür zum zweiten Mal und die 8 etwas abgemagerten Forscher kehrten zur Biosphäre 1 zurück. Nach ihren eigenen Schilderungen war die Rückkehr in ihr normales Leben gar nicht so einfach und eigentlich ist bis heute für sie alles anders als für den Rest von uns, weil die Erfahrungen aus der Biosphäre 2 ihr Leben in der Biosphäre 1 nachhaltig verändert haben. Ihnen allen liegt noch heute die Gesundheit des Planeten sehr am Herzen und Sie sind immer noch sehr aktiv auf diesem Gebiet. Heute reisen Sie immer wieder nach Bali, wo die Menschen viel mehr im Einklang mit ihrem Teil der Biosphäre leben als wir anderen. Die Menschen dort haben sich das Bewusstsein bewahrt, dass alles mit allem irgendwie verbunden ist und dass das große Ganze nur funktionieren kann, wenn die einzelnen Teile davon auch funktionieren. Wir könnten viel von der Natur lernen, wenn wir dies denn wollten. Die armseligen Recycling-Aktivitäten des Menschen sind im Prinzip ein Witz im Vergleich zu der Perfektion, mit der dies in der Natur geschieht. Die sogenannten Wastewater Gardens, Abwassergärten in Bali, sind ein Beispiel dafür. Es gibt dort beeindruckende Korallenriffe, die schon so manchen Schaden durch ankernde Boote hinnehmen mussten. Die genauso einfache wie geniale Lösung für dieses Problem waren Bojen, an denen die Boote festmachen können, ohne ankern zu müssen. Also es gab keinen Anker, der den Boden berühren musste. Und so wurden die Korallenriffe nicht zerstört, weil nichts mit ihnen in Berührung kam. Ein gesundes Riff lockt kleine Rifffische an und diese wiederum locken größere Fische an und so geht das immer weiter. Der Anblick eines schönen Korallenriffs lockt außerdem Besucher an und wenn diese sich auf die Schönheit und die Natur konzentrieren und nicht auf ihr herumtrampeln, dann hat das Ganze für alle einen nachhaltigen, positiven Effekt und die Bevölkerung hat auch etwas davon, weil Touristen Geld ins Land bringen. Der Mensch glaubt immer wieder tun zu können, was er will, aber das ist oft, wenn nicht fast immer ein Fehler und der Schaden ist manchmal nicht wieder gut zu machen. Importierte, nicht native Pflanzenarten können anderen Pflanzen den Lebensraum entziehen, egal wie schön sie anzusehen sind. Manche dieser importierten Pflanzen haben keine Fressfeinde in ihrem neuen Lebensraum und breiten sich ungebremst aus, auf Kosten der heimischen Arten. Das Forscherschiff Mir
hat sich zu einer mobilen Problemlösungsplattform entwickelt, mit der die Forscher an alle Orte gelangen können, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Junge Menschen aus aller Welt besuchen das Schiff und die Forscher und lernen sehr viel über diese wichtigen Zusammenhänge. Menschen wollen einbezogen werden und aktiv mithelfen. Sie wollen in Kontakt mit der Natur sein und sich als Teil des Ganzen fühlen. Die Projekte, die diese Forscher geschaffen haben, machen es möglich. Es ist ein bisschen so, wie wenn Astronauten zum ersten Mal ihren Heimatplaneten in seiner ganzen Schönheit aus dem Weltraum sehen. Wer nie im Einklang mit der Natur gelebt hat, tut sich schwer, damit ihre Bedürfnisse zu erkennen und danach zu leben. Ein Aquarium mit mehr als 2 Metern Durchmesser braucht bis zu 6 Jahren dauernder Behandlung, bevor es aufhört, ständig aus dem ökologischen Gleichgewicht zu kippen. Und dafür war die Versuchszeit von 2 Jahren der Biosphäre zu kurz. Mein Mann hatte ein Meerwasser-Aquarium und das ist auch dauernd aus dem Gleichgewicht gekippt. Und obwohl er gewartet hat, bevor er dort Fische angesiedelt hat, hat es doch viele Fische das Leben gekostet am Anfang. Er hätte eigentlich viel länger warten müssen. Also er hat Monate gewartet, aber das sind so Dinge, ja, man denkt immer Wasser rein, Fische rein, fertig. Nein, so einfach ist es nicht. Das Experiment Biosphäre 2 gilt nach 2 erfolglosen Versuchen, wie gesagt, als gescheitert, aber auch ein Misserfolg leistet einen wertvollen Beitrag, wenn man aus ihm lernt, was man nicht tun sollte. In den Medien wurde oft von dem Scheitern des Projekts gesprochen. Gleichwohl ergaben sich aus diesem Scheitern Erkenntnisse, welche für zukünftige Entwicklungen und Erprobungen künstlicher Lebensräume sehr wertvoll sein dürften. Bereits die Erkenntnisse, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, außerhalb der Erde einen für Menschen nutzbaren Lebensraum zu schaffen, wird als wichtiges Ergebnis des Projektes angesehen. Wer hätte es gedacht? Und was ist die Moral von der Geschichte? Wir zerstören unseren Planeten und träumen davon, uns irgendwo im Weltall einen neuen Heimatplaneten zu suchen. Und sollten wir keinen finden, dann tut es auch eine Weltraumstation. Ne? Ganz Science Fiction. Das Experiment in der Biosphäre 2 zeigt aber sehr anschaulich, dass es kaum möglich ist, die Perfektion unserer Erde zu kopieren. Und selbst wenn uns dies gelingen sollte, wird in so einer Weltraumstation kaum Platz für mehrere Milliarden Menschen sein. Also die meisten von uns gucken so oder so in die Röhre. Vielleicht sollten wir aufhören zu träumen und lieber dafür sorgen, dass es unserer Erde gut geht und sie noch lange bewohnbar bleibt. So, die relevanten Informationen verlinke ich. Wie gesagt, könnt ihr nachlesen. Wer Fragen hat, möge dies sagen. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ich zu dem nächsten Video komme, weil ich hoffentlich demnächst mal wieder auf Reisen sein werde. Corona-Test. Der Corona-Test möge es entscheiden. Ja, also dann danke fürs Interesse, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Tschüss und bis bald.